Warnung: Das folgende Video erfordert fortgeschrittene Technikkenntnisse. Im Falle eines Noob-Zuschauers könnten Schwindel sowie Blackouts auftreten. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf Leo Minecraft. In dem heutigen Video geht es um ein sehr schweres Thema. Und zwar hat mich jemand gefragt, ob ich nicht mal ein Video machen könnte, wo ich erkläre, wie das funktioniert mit dem Kopieren einer Variable in Minecraft. Ihr solltet auf jeden Fall Kenntnisse über Command-Blöcke haben, denn das ist wirklich sauschwer, was ich jetzt hier mache. Und das zu verfolgen wird auch schwer, deshalb empfehle ich euch das Video vielleicht sonst mehrfach zu gucken. Ich habe eine Variable, die heißt Test. Durch Drücken dieses Knopfes kann ich die Variable neu erstellen, also sie wird einmal gelöscht und wieder erstellt. Durch diesen Knopf kann ich sie rechts auf den Bildschirm legen, also Sidebar, ne? Und durch diesen Knopf kann ich diese Variable auf den Bildschirm legen, was die Variable Copy ist. Das ist meine Kopie. So, die Variable Test, der weise ich nun einen Wert zu, und zwar den Wert 10, den sehen wir auch rechts. Die Variable Copy hat rechts noch gar keinen Wert. Und heute möchte ich die Variable 10 zur Variable Copy nach rechts übertragen, ohne dass diese Variable dabei kaputt geht. Und ja, ich erkläre jetzt euch, wie das funktioniert und baue diese Maschinen dann mit euch. Es können Fehler im Video unterlaufen, aber das Resultat sollte dann dennoch funktionieren. Ich bin gespannt, ob es klappt, und dann beginnen wir mal. Zunächst, wie kopieren wir? In Minecraft kann man nicht kopieren, das ist klar. Was wir aber machen können, ist, wir können die Variable verschieben. Das heißt, ich kann die Variable Test sozusagen an eine andere Variable verschieben. Das hat allerdings einen Nachteil: Wenn ich die Variable Test nach Kopie verschiebe, hat Kopie den Wert 10, aber Test den Wert 0. Und das möchte ich nicht. Ich möchte sie ja kopiert haben. Also müssen wir Folgendes machen. Wir haben einmal unsere Variable Test, blau, Kopie ist orange, und noch eine temporäre Variable, die heißt T-Copy, so nenne ich sie mal, die ist grün. Und das Ganze machen wir jetzt in zwei Schritten, Schritt 1, Schritt 2. Und im ersten Schritt kopieren wir, also verschieben wir die Variable, die Hauptvariable, die Testvariable, die Originalvariable, in die temporäre Variable. Dann ist die 0 und die ist 10. Und im zweiten Schritt verschieben wir die grüne, also die temporäre Variable, zurück in die Hauptvariable und in die Kopie. Dann ist das 0, das ist 10 und das ist 10. So, damit das funktioniert, brauchen wir einmal die beiden Variablen und wir brauchen drei Untervariablen, drei temporäre Variablen. Und dieser Aufbau hier macht Folgendes: Er löscht einmal die Variablen und erstellt sie dann neu. Drücke ich auf diesen Knopf, werden die Variablen gelöscht, Object is Remove, und nach einer Zeit, sobald der Knopf weggeht, werden die wieder erstellt, Object is Add. Wir haben folgende Variablen, ihr seht, Scored Object is Remove, Scored Object is Add, ist auch nichts Schweres dran, das ist in allen Command-Blöcken gleich. Und die Variablen heißen wie folgt. Wir haben alle Variablen sind natürlich Dummy-Variablen. So, die hier heißt pcopy, die hier heißt tcopy und die heißt 2copy. Wofür die benützlich sind, werden wir schon sehen. Das ganze Kopieren ist ein Prozess, der von dann geht. Es kann immer nur ein Spieler gleichzeitig kopiert werden. Das heißt, wenn jetzt fünf Spieler kopiert werden sollen, werden die hintereinander kopiert. Und der Prozess dauert natürlich seine Zeit, weil die Variable erst verschoben werden muss und dann wieder zurück verschoben werden muss. Wie gesagt, das ist ein Prozess, der dauert. Und diesen Prozess beschreiben wir mit pcopy. Wenn pcopy auf 2 ist, bedeutet das, der Spieler, der tcopy gerade auf 2 hat, bei dem läuft der Prozess ab. Das ist natürlich nur ein Spieler, der pcopy auf 2 hat. Und ist pcopy auf 1, bedeutet das, der Prozess ist bei diesem Spieler abgeschlossen. Das heißt, der Spieler wird auch nicht nochmal kopiert. Und das erste, was wir nun machen, ist, uns diesen Spieler herauszupicken. Wir brauchen dazu ein bisschen Technik. Ich picke mir mal alles aus dem Inventar zusammen, was wir heute brauchen werden. So, und das erste ist, dass wir folgenden Aufbau machen. Wir brauchen einen Command-Block. Dann das hier. Ja, den Command-Block würde ich sogar eher hier hinpacken. So, Command-Block. Redstone. 3. Comparator. So. 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 Und so. Was das jetzt hier macht, ist, es testet, ob es irgendeinen Spieler gibt, der derzeitig im Prozess kopieren drin ist. Also test for at p, dessen Score von pcopy mindestens 2 ist. Wir erinnern uns, 2 war ja, bedeutet ja, dass kopiert wird. So, anschließend an die Glock. Und da dies nicht der Fall ist, blinkt nun diese Leuchte hier. So, was wir jetzt hier bauen, ist ein Command-Block, der beschreibt Folgendes: Scoreboard players z at r. Setze irgendein Spieler, dessen Score von pcopy mindestens gleich oder pcopy gleich 0 ist, das heißt, der noch nicht kopiert worden ist,
P-Copy auf 2. So, und wir seht, das passiert jetzt bei mir und schon blinkt das Ding nicht mehr. Weil ich wurde nun herausgepickt, wurde auf 2 gesetzt. Damit gibt es einen Spieler, der kopiert wird und es wird kein Spieler mehr durchgelassen. Erst wenn ich wieder P-Copy auf 1 habe, erst dann kann der nächste Spieler rausgepickt werden. Da ich aber derzeit hier alleine bin, ist das keiner. Funktioniert also. Ich mache mich wieder P-Copy auf 0, ich werde einmal herausgepickt, ihr habt es gesehen. Und jetzt leuchtet das sozusagen, es gibt einen Spieler. So. Dieser Output hier beschreibt nun, dass das System läuft. Mache ich auch mal eine Lampe hin. Und jetzt müssen wir hier... Okay, ich mache hier nochmal P-Copy auf 1. So, aus. Diese Lampe bedeutet sozusagen, es wird kopiert. Jetzt müssen wir hier nochmal so eine Hopper-Trichter-Clock reinbauen. So, supi. Fällt natürlich drüber weg. Nein, wir packen das hier rein. Ein Trichter hier rein. So, und da hier eine Fackel ist, ist die Clock derzeitig ausgeschaltet. Erst wenn es einen Spieler gibt, der kopiert wird, das heißt, ich auf 2 gesetzt worden bin, dann ist wird kopiert. So, und außerdem haben wir jetzt damit auch gleichzeitig den Spieler definiert. Und zwar heißt nun unser Spieler, der kopiert wird, @p, dessen Score von pcopy mindestens gleich 2 ist. Das ist nun der Name unseres Spielers, den schreiben wir uns jetzt erstmal auf. So, im ersten Schritt soll Hauptvariable in temporäre Variable übertragen werden. So. Und dieses 2Copy beschreitet den Schritt. Wenn 2Copy auf 0 ist, sind wir im Schritt 1. Und wenn 2Copy auf 1 ist, sind wir im zweiten Schritt. T-Copy, wisst ihr, was das ist? Das ist diese temporäre Variable. So, das heißt, jetzt machen wir sozusagen ein Überprüfungssystem, was überprüft, ob 2Copy auf 1 ist. Denn solange 2Copy auf 1 ist, darf ja Schritt 1 nicht gemacht werden. Das ist schwer zu verstehen, aber vielleicht, naja, vielleicht versteht es ja. So, Command Block, Redstone, 3, Comparator, Dings, ihr seht, das ist der gleiche Aufbau wie gerade eben. Und fertig. Und Test für wen testen wir? Wir testen nun für unseren Spieler, den wir gerade rausgepickt haben. Und außerdem dessen Score von 2Copy mindestens gleich 1 ist. So, solange dieser Spieler nun 2Copy auf 0 hat, leuchtet das Ding hier. Das Ding aktiviert 2 Command-Blöcke, die können wir mal hier hinstellen und hier hinstellen. Der eine ist Scoreboard Objectives Players Add, addiert etwas. Was addiert er? Er addiert unserem Spieler erstmal natürlich. Und solange dessen Score von Test, der Hauptvariable, mindestens gleich 1 ist. Solange Test also mindestens 1 hat, addiert er T-Copy, der Temp-Variable, 1. Und gleichzeitig subtrahiert er mit Remove, subtrahiert er der Variable Test 1. Das ist über das Übertragen der ganzen Geschichte. Jetzt fehlt noch ein Command-Block, der sozusagen überprüft, sobald die Aktion fertig ist. Der macht folgendes. Scoreboard Players Z. Z ist ganz wichtig, ne? Wem? Unserem Spieler. Was? Unserem Spieler, der dessen Score von Test gleich 0 ist. Das heißt, sobald nun Test 0 erreicht hat, setzt er 2Copy auf 1. Dadurch hört dann sozusagen dieser Vorgang auf. So, dann starten wir das ganze Ding mal. Durch Drücken dieses Knopfes wird mein P-Copy-Wert auf 0 gesetzt. Dadurch werde ich als Spieler herausgepickt und das Ding sollte anfangen, rechts meine Originalvariable in die Temp-Variable zu übertragen. Ich starte. Wir sehen nun rechts, meine Originalvariable geht runter. Und bleibt auf 0 stehen. Und wie ihr seht, jetzt blinkt die hier nicht mehr. Ab jetzt hat der Vorgang aufgehört. Wenn wir jetzt mal als Display rechts anzeigen, na, die T-Copy-Variable sehen wir, die ist auf 9. Okay, das ist natürlich jetzt unschön, dass die auf 9 ist. Eigentlich sollte die auf 10 sein. Das ist dieser Versatz von Minecraft. Deshalb müssen wir diesen Befehl, der die Variable minus 1 rechnet, also remove, mit einem Repeater versetzen. Fragt mich, Leute, nicht, wieso das so ist. Mal funktioniert es nicht. Also nochmal auf Ausgangsstelle. Ich mache mich von P-Copy auf 1, beende sozusagen den Kopiervorgang,
lösche nun meine Hauptvariable, zeige sie rechts an und setze meine Hauptvariable wieder auf 10. Resette ich nochmal alles. So, ihr seht, ich habe jetzt das Teil, was die Test, die Hauptvariable minus 1 rechnet, einen Schritt versetzt. Frag mich nicht, wieso das ist, das ist wirklich ziemlich komisch. Das hätte auch so funktionieren können, wie ich es gerade gebaut habe. Zumindest in Minecraft Party funktionierte es so. Wir sehen, Variable läuft. 4, 3, 2, 1, 0. Ende. Und Trommelwirbel. Ihr seht rechts, juhu, die T, die temporäre Copy ist 10. Also ich habe es jetzt geschafft, die Variable zu übertragen. Und jetzt müssen wir im Prinzip das gleiche nochmal machen, dass wir die in die andere übertragen. Das im Prinzip bauen wir den gleichen Aufbau. Diesmal allerdings hier mit ein bisschen Verzögerung. So, 3 macht nicht 4, das funktioniert sonst nicht. Ich würde 2 empfehlen. Jetzt brauchen wir wieder einen Command-Block. In den schreiben wir genau das gleiche rein wie hier. 2 Copy 1 ist. Diesmal müssen wir das Ding nur ein bisschen ändern. Redstone, 3 Dings. Und diesmal müssen wir es 4 Blöcke weit machen. Zweimal Fackeln und fertig. So, und diese beiden Fackeln aktivieren sich nur dann, wenn auch dieser Spieler vorhanden ist. Also solange es einen 2-Copy-Spieler gibt. Was wir jetzt machen, ist folglich, was wir schon bereits gemacht haben. Scoreboard Objectives Add, also addiere unserem Spieler, solange der Score von T-Copy, der Temp-Variable, mindestens 1 ist. Was soll er addieren? Test 1, haben wir die Hauptvariable. Und natürlich Copy 1. Mit einem Tick Verzögerung soll er dann die andere Variable, also Remove, von der T-Copy wegziehen. Also immer ein addieren, rühren, das macht er dann so lange, bis diese T-Copy auf 0 ist. So, und dann müssen wir noch einen Befehl machen, und zwar Scoreboard, oder lassen wir das erstmal so, okay, komm, mal alles auf Ausgangsstellung, Test neu erstellen, Test an Bildschirm anzeigen, Copy neu erstellen, so, The Minecraft Test 10, mein Originalvariable ist nur noch auf Test 10, keine Garantie dafür, dass das jetzt funktioniert, wir probieren es aber dennoch aus, es ist immer spannend, weil ich das Ding wirklich jetzt nicht irgendwie vom Blatt ablese. Ich baue das Ding gerade irgendwie aus dem Kopf. Das heißt, es kann passieren, dass ein Fehler ist. So. 1, 0, Ende. Und ab jetzt müssen die sich aktivieren. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das freut mich natürlich immer sehr. Es ist natürlich rauszufinden, wo ist der Fehler. Weil im Prinzip sollte Test nun plus 1 gerechnet werden, solange T-Copy mindestens gleich 1 ist. An dieser Stelle fragt man sich natürlich und fühlt man sich auch ein wenig verarscht. Ist T-Copy denn nicht auf 1? Ja. Okay, ich schalte nochmal den Kopiervorgang aus. Ihr seht, Minecraft und Variable-Kram, ihr wollt gar nicht wissen, wie lange ich daran gesessen habe in der Minecraft-Party-Map. So, wir beginnen nochmal den Vorgang. Und zwar machen wir jetzt nur mal diesen Schritt. Rechts meine Originalvariable und ich zeige jetzt noch auf dem Bildschirm die T-Copy an. Die wird jetzt ja hochgerechnet. So, T-Copy ist nun 10. So. Und Score von B-Copy mindestens gleich 2, Score T-Copy unterstrich mindestens gleich 1 des 1. Kann auch sein, dass ich mich verschrieben habe, aber das müsste ja theoretisch funktionieren. Genauso auch wie hier. Und hier rechnet er dann T-Copy minus 1. Kann auch sein, dass ich mich verschrieben habe, denn das ist ein sehr beliebter Fehler in Informatik. Ich weiß es nicht. So, gucken wir nochmal. Ja, offensichtlich habe ich mich hier verschrieben. Fragt mich nicht, wo ich mich verschrieben habe. Ich habe keine Ahnung, deshalb mache ich diesen Befehl nochmal neu. Weil das ist für mich die einzige plausible Erklärung, dass ich mich irgendwo verschrieben habe. Vielleicht habt ihr es ja schon längst gefunden. Scoreboard, ja, oh nein. Ja, ich sehe es schon hier im Chat. Ich habe Scoreboard Objectives, so. Facepalm. Ich habe Scoreboard Objectives geschrieben. Ich hätte natürlich Scoreboard Players. Add. So, jetzt nochmal. Für solche dummen Leute wie mich. So, add. Players. Add. Dem Spieler, dessen Score von T-Copy, also Temp-Copy, mindestens gleich 1 ist. Copy 1. Außerdem dann Test, Hauptvariable 1. Und Remove.
T-Copy 1. So, Leute. Ich kriege ja Zustände. Und ihr seht rechts, T-Copy ist 10. T-Copy schrumpft. T-Copy schrumpft, Leute. Ihr seht es rechts, T-Copy schrumpft. Die Hauptvariable ist 7, 8, 9, 10. Hört auf. Und die Kopiervariable ist auch 10. Hauptvariable 10, Kopiervariable 10. Mission erfolgreich. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass der Spieler sozusagen aufhört zu kopieren. In dem Fall machen wir einfach nochmal ein Repeater hier hin und das hier hin. Oder nee, Quatsch, was sag ich da? Der kommt hier hin, pardon. Server Players Z. Unseren Spieler, der außerdem dessen Score von T-Copy gleich 0, ne? P-Copy 1. Kopiervorgang beendet, Lampe ist aus, meine Variable wurde erfolgreich kopiert. So, dann mache ich mal beide Variablen neu installieren. Variable Test mache ich jetzt mal auf 13. Rechts ist noch nichts, sehen wir. Und durch Drücken dieses Knopfes starte ich nun den Vorgang. Ihr seht, rechts die Variable zählt runter. Und vielleicht erinnert ihr euch jetzt ja auch an das Video vom Minecraft Party. Da zählte die Stars-Variable auch runter. So, und jetzt sollte die Variable wieder hochzählen. Und Kopiervorgang beendet, Lampe geht aus. Jetzt würde der nächste Spieler drankommen. Ne? Und wir sehen, die Kopievariable 13, Originalvariable 13, Mission erfolgreich. Zuletzt noch eine kleine Gebrauchsanleitung zu diesem Teil. Sollte ein Spieler den Wert einer Variable von 0 haben, ehrlich gesagt weiß ich nicht, was dann passiert. Ich kann es ja mal ausprobieren, indem ich jetzt keinen Wert habe und das Kopieren starte. Was da passiert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay, gut, alles klar, nichts. Das Ding läuft durch und es wird auch nichts kopiert. Alles klar. Die Originalvariable ist 0, die Kopievariable bleibt 0. Okay, gut, dann brauche ich die Gebrauchsanleitung nicht, weil sonst hätte ich jetzt gesagt, dass ihr nur die Spieler kopieren solltet, die auch mindestens irgendwas in der Variable drin haben. Aber ihr seht ja selbst, wenn ich nichts in der Variable drin habe, den Kopiervorgang starte, dann macht das Ding dröge nix. Erst wenn ich was drin habe. Und weil es so schön ist, machen wir es nochmal. Variable neu erstellen, Variable neue Copy neu erstellen. Und dann setzen wir natürlich die Minecraft Copy 5. Vielleicht noch eine Information. Ihr solltet natürlich auch die Variable Copy am besten hier nochmal mit Command auf 0 setzen, wenn ihr kopiert. Weil der fügt der Variable sozusagen, addiert sozusagen den Wert von der Variable die ganze Zeit auf Copy. Das heißt, wenn jetzt meine Variable Copy schon 5 ist. Ihr seht, meine Variable Copy ist nun 5. Und die Hauptvariable machen wir jetzt auch mal auf 5. So, Hauptvariable ist 5, Kopiervariable ist 5. Dann werdet ihr Folgendes feststellen. So, Hauptvariable zählt runter. Hauptvariable zählt wieder hoch. Kopieren funktioniert. Und ihr seht, die Kopievariable ist nun 10, weil er den Wert von der Variable sozusagen hier nur drauf rechnet. Wenn ihr wirklich ein reines Kopieren haben wollt, vergesst natürlich nicht, diese Variable vorher auf 0 zu setzen für den Spieler. Ja, Mission erfolgreich. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Solltet ihr nur noch Fragen haben, schreibt es in die Kommentare, aber eigentlich müsste das soweit verständlich sein. Ich gebe diese Welt zum Download heraus. Ist ja auch noch nicht viel drin, aber es soll auch theoretisch dieses Spawn-System gut funktionieren. Scoreboard, Players, habe ich extra gebaut, Reset, der Minecraft. Ja, gut, hat funktioniert. Ich bekomme hier noch einen Stein, das ist unnötig. Ja, scheiß drauf. Okay, gut, ihr spawnt dann sozusagen hier. Wenn ihr in die Welt reingeht, spawnt ihr an dieser Stelle. Und hier habt ihr das Ding, der Downlink steht in der Beschreibung. Da könnt ihr euch das nochmal in Ruhe, das System hier angucken. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Das war jetzt ziemlich kompliziert, also wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, gebt einen Daumen hoch, zeigt mir, dass es euch gefällt und ciao Leute, bis bald! Für euch ein Projekt mitgebracht,
Wie ich gesehen habe auf YouTube, gehört das zu meinen erfolgreichsten Videos, wo ich das Projekt schon mal gezeigt habe. Allerdings diese Version des Projektes habe ich nie rausgebracht, weil dank dem Versionsupdate das alles nicht mehr funktioniert hat. Ich habe mir gedacht, Mensch, wenn ihr das alles so toll findet, mache ich das Ganze nochmal. Und diesmal ordentlich, diesmal größer, diesmal besser, diesmal geiler. Ich präsentiere euch